Es wird ein Drahtseilakt werden für uns alle. Also es wird auch an körperliche Grenzen gehen, dass wir als krasse Außenseiter in die Saison gehen werden. Es kommen viele, viele Herausforderungen auf uns zu. Aus dem Traum wurde Realität. Profi-Handball in Fürstenfeldbruck. Der Macher des Erfolgs, Martin Wild. Tagsüber Lehrer, abends Trainer. Heißt auch, unter der Woche Spiel am Abend in Hamburg, am nächsten Morgen Unterricht in München. Zwei Möglichkeiten gibt es. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen. Entweder um 10:30 am Abend in den Bus sitzen und durch die Nacht durchfahren und dann hoffentlich um 8 Uhr in München sein. Oder am nächsten Morgen um 6 Uhr mit dem Flieger zurück und dann auch hoffen, dass ich um 8 Uhr in der Schule bin. Sportlich gesehen ist der TuS Fürstenfeldbruck zweite Liga. Strukturell aber ist der Verein aus der Vorstadt Amateur. Anzahl der Festangestellten 0. Anzahl der Profisportler auch 0. Ja, es ist so eine Symbiose bei uns aus Breitensportvereinen und dann doch jetzt Profisport. Die Hallenzeiten sind voll, die Jugendmannschaften wollen trainieren, die Damen, die Herren, zwei Mannschaften wollen trainieren. Auch da muss man zusammenrutschen. Also wir haben auch nur zweimal die ganze Halle. Aufwärmen vor dem Training im Foyer, weil die Halle noch besetzt ist. Das Team nutzt die Trainingszeit optimal. Trainer Martin Wild hat das Trainingspensum für die kommende Saison weiter hochgeschraubt. Aus 3 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche wurden 5. Die Jungs haben sich sportlich, handballerisch schon wirklich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Das war jetzt kein Zufallsprodukt. Also wir haben schon Handballspielen gelernt auch. Aber unsere Zuschauer, also ich war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich behaupte, dass wir ohne unsere Fans letztes Jahr den Aufstieg nicht geschafft hätten. Aufstieg mit Fans, zweite Liga jetzt fast ohne Fans. Maximal 200 Menschen dürfen an Spieltagen in die Halle. Stand jetzt. Lassen wir uns überraschen. Aber uns fehlt natürlich was, uns fehlt natürlich das Herzstück. Die Voraussetzungen sind schwierig. Die Konkurrenz in der zweiten Liga ist stark, finanziell und sportlich. Aber wenn du jetzt 5 Jahre gemeinsam am Ziel hinarbeitest und das mit quasi der gleichen Mannschaft in die zweite Liga aufsteigst, dann schweißt sowas schon zusammen. Und klar freuen wir uns alle auch auf Auswärtsfahrten. Und auch wenn es Belastung ist, nach Hamburg am Mittwoch zu fahren, es ist schon auch geil und das macht schon auch Spaß. Und ja, wir dürfen unsere Freude am Sport oder am Handballspielen tatsächlich auch wenn es mal 3, 4 Niederlagen am Stück geben wird, dürfen wir nicht verlieren. 1, 2, 3, Team! Das Ziel ist klar, Klassenerhalt. Bald dann hoffentlich auch wieder mit den Fans im Rücken.